Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier beim Grillfestival in The Forest. Die drei Waldmeister stehen hier um die Effigies rum, die sie hier aufgebaut haben. Die drei Waldmeister, das ist der gute Brillibi und der liebe Mene, da drüben der Mene. Hi, grüßt euch. Hallo. Hi, 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 hi. So, dieses Spiel, martialisch wie es ist. Wunderschön. Wieso machst du jetzt hier eigentlich alles zu? Mach nicht alles zu. Guck mal genau hin, mein Freund. Guck mal genau hin. Er baut hier ein Parcours. Damit die nicht mehr durchkommen und unser Feld kaputt machen, weißt du? Ich aber wisst jetzt hier so ein Ding, damit wir mal schlafen können, ja? Ja, wisst ihr, was vielleicht auch gar nicht schlecht wäre? Wenn wir hier ein Dings bauen könnten, ein, na, wie heißt's? Hier vorne noch ein Effigy. Oder was meint ihr? Blazen. Ist mir doch egal. So, ich speichere mal. Wo ist unser Lagerfeuer? Ach da. Gespeichert ist. Super. Ja, super. Wollen wir schlafen gehen oder? Ja. Ja. Lagerfeuer geht halt immer aus, wenn man was, wenn man es regnet. Ich hatte es nämlich auch gerade angemacht. Und kaputt. Jupp. So, was haben wir denn noch zu essen? Lecker Fisch. Heute darf es mal fischelig sein. Ah, can't carry anymore. Also ich habe ja noch Fisch dran hier. Lass den dranhängen. Ich lege euch was zu essen aufs Dings. Ich hab schon gegessen. Achso. Nee, ich meine nur, ich kann noch Fisch hinhängen. Ich habe noch Fisch in der... Achso, ja, häng. Ich habe nämlich noch Hase. Der war jetzt voll lange in deiner Hose. Ehrlich eklig. Ja. Ein richtig schöner Hosenlachs. Ich frage mich halt, es kann doch nicht sein, dass ich mir jedes Mal was essen braten muss. Man muss doch auch irgendwie, jetzt ist ja mein Essen gegessen. Du kannst in den Schrank legen, glaube ich. Ja, nee, ich kann es ja nicht aufheben vom Feuer. Ich kann es ja immer nur, wenn ich es aufhebe vom Feuer, ist das ja immer direkt. Ach so, ja. Willst du noch einen Fisch haben? Den lege ich dir nur ins Feuer oder hast du jetzt schon was? Nein, ist gut. Ich habe noch einen Hasen, ist doch alles gut. Okay. Nur warten, dass er gebraten ist. So. Ey Mene, guck mich mal an. Das ist wunderschön. Das sieht auch sehr schön aus. So, wir könnten ja hier noch eine Effigy hinbauen. Das hat auch der Nachteil, wenn wir so viele Folgen aufnehmen und das nur wöchentlich kommt, jetzt, die haben uns wahrscheinlich jetzt mit Tipps zugespammt. Ich habe noch keinen einzigen Tipp bekommen. So. Jetzt haben wir, müssen wir halt alles auf unsere eigene Faust machen. Leute, nur mal so zur Info, wir haben jetzt bei uns heute den 11. Dezember und die Folge hier wird irgendwann im Januar kommen, glaube ich. Ja, genau. Zu der Zeit, wo ja übrigens auch schon eine neue Version jetzt von The Forest draußen sein wird. Ja, stimmt. Diese Public Alpha 7.1. Du hast jetzt erstmal ein richtig krasses Echo drauf. Ja. Nee, das liegt daran, dass ich euch angefunkt habe. Sorry, das war aus Versehen. So. Willst du richtig Ärger kriegen oder was? Ja. So, hier eine Effigy. Ein paar Steine, wenn es geht. Dann bauen wir hier nur so ein Ding hin. Ich platziere keine Steine, ich baue mein Haus, nicht dein blöden Stein. Ja, ich baue dein Haus auch, aber man kann ja beim Holz holen einfach immer E-Spam, um die Steine einzusammeln. Und dann kann man sie, wenn man an der Mauer vorbeikommt, einfach wieder per E-Spam. So, dann bauen wir hier nur eine hin. Sagt der, mein Haus. Mein Haus, sagt der, ne? Nicht unser Haus, oder? Nein. Du hast doch noch nichts dran gemacht. Alter, halt, ja, die Klappe, du. Du hast noch nichts dran gemacht. Ich hab die zweite Etage fast alleine gemacht bis jetzt. Naja. Du weißt, dass hinten auch eine Wand ist, ne? Die habe ich schon fast fertig. Guckst du dir mal an. Hat einer, weil ich die komplett alleine gemacht habe. Mädels, hat einer von euch noch... Hat einer von euch noch irgendwelche Körperteile am Start? Eine habe ich, glaube ich, noch. Ja, die kannst du ruhig hier mal hinhängen. Arme, Beine, nee, warte mal, nee, nur Arme. Ja, Beine habe ich nur. Mene ist eine dumme Sau. Das ist ein Arschloch. Scheiße, ich wollte mir vor der neuen Folge doch mal ein Bier holen, ey. Tja. So ist es mit der Suffvergesslichkeit. Ja. Baumfeld! Baumfeld! Mhm.
Ihr macht das richtig gut, Mädels. Gibt's aber gar nicht, hier gibt's gar nicht, ne? Nee, es, Dings gibt's gar nicht, ne? Hier, das. Erfahrung oder so, wie bei Ark? Nee. Nee. Eigentlich auch mal erfrischend. Ja, gut, Kann ich das nicht von hier bauen, oder was? Mal die Treppe reparieren, glaube ich. Ein Baumstamm noch, dann ist die Etage fertig. Zwei. Einer. Ein Loch. Glaubt er mir nicht, ne? Nee. Glaubt ihr gar nichts mehr. Merk schon. Was du bei der Weihnachtsfeier mit mir angestellt hast, geht auf keine Kuhhaut. Hast du ihn penetriert? Hart? So wie er es verdient? Ja. So, die Etage ist fertig. Dann geht ja, da lenkt er gleich ab, merkst du das? Ist ihm unangenehm. Das ist mir unangenehm. Ja, mei. Ja, sicher. Da hab ich den... Ah, hier. Da ihn mit der Putenkeule gefistet. So, wie baue ich denn hier noch weiter? Ursus. Hier wächst auch immer so ein blöder Baum rein, ey. Es nervt. Kann ich mir jetzt diese Medizin nicht nehmen? Weil du, mein Sohn, nicht krank bist. Deine Krankheit ist eine Einbildung. So, da gucken wir mal, wie das jetzt hier weitergeht. Oh, Kader. Da muss ich doch jetzt eigentlich nur eine... Na, lauf! ...eine Kastenflor draufsetzen. In welchen kleinen Büschen soll man sich denn eigentlich verstecken können? Weiß ich nicht. Aus denen, wo nichts rauskommt, oder was sollen das dann für welche sein? Das müssen wir erst fertig bauen, das die Zwischendecke. Dann kann ich da Löcher reinmachen. Okay. Also, auf ein neues, Freunde. Hier müsste auch noch eine Effigy hin. Was müssen wir erst fertig bauen? Was sagtest du? Entschuldige. Zwischendecke muss jetzt erst fertig gemacht werden. Dann hast, du Loch rein. Nein, hast du auch eine Treppe? Nein, dann mache ich das Loch rein für die Treppe. Es geht vorher nicht. Hör mir doch zu. Hör mir doch ein einziges Mal zu. Ach Gott, der Typ, ey. Wie bauen wir denn Decke? Wie kann ich denn die bauen? Irgendwann nicht ran. Wo ist denn der Hammer dafür? Einmal hochspringen. Nee, der ist irgendwie... So. Hochspringen geht nicht. Ich krieg die Decke nicht gebaut. Du musst erstmal eine Treppe setzen, bitte, sonst kommt man nicht hoch. Oh doch, warte mal hier. Ich hab's geschafft. Ja, ich hab's auch geschafft. Oh, in der Mitte kann man... Ui, das sind aber wieder viele Bäume. 137 Loks. Ja, mei. Du hast noch ein paar. Ja, es ist halt Arbeit, so ein langes Haus. Ja. Jetzt Ruhe. Was ist denn da los? Warum ist der Wall hier fertig, ey? Es nervt mich, dass der nicht ready ist. Wir müssen vor diesem Wall auch noch diese einen Steindinger bauen. Dann ist der, glaube ich, auch safe. Diese, weiß ich nicht, wie die heißen. Alabulabulaba, alamulakulaba. Und so stimmt ja ein Stammesgesang an. Aus der Heimat. Wieso ist eigentlich Gather Legs 6 Stück? Hast noch mal ein Dings geplaced oder was? Siebel? Was? Hast du noch einen Effigy geplaced? Weil ich habe hier, hab hier noch mal rings, ringsrum noch mal Effigies gesetzt, ja. Ja! Da ist der Bette! Hey, wie sprichst denn du über mich? Ich lock den hier zu den Effigies. Der kommt hier hinter mir her. Kommt hier hinten an die Hauswand. Ja. Das interessiert den überhaupt nicht, dieses Effigy-Ding. Brennt es? Ist es angezündet? Ja. Ja. Interessiert den nicht. Komm, den schaffst du. Der hat keinen Bock drauf. Wo bist du? Oh, bin ich. Aua! Da seid ihr. Holla.
Der ist irgendwie vom Rand und sieht nichts mehr oder so? Keine Ahnung. Der kommt mir so vor, als würde er uns nicht sehen. Der hat ja auch ein Gesicht. Aua, der haut ja eine Kelle, alte Scheiße. Du bleibst aber auch immer 3 Jahre dran stehen. Ich bleibe überhaupt nicht dran stehen, ich habe geschlagen. Doch. In seinen Rücken. Ja. Das war seine Front. Mann, hab ich Gewurstfinger. Oh, jetzt muss ich mich mal gerade recken. Nee, kannst du mich mal vorher? Nee, hab ich dich, ich hab dich. Geh weg, geh weg, ich brenne. Tu doch nicht. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Ihr müsst mich. Moment, Rage Mode. Bist wiederbelebt. Oh, hier. Okay. Oh, ist der eklig. Oh, der ist so eklig. Oh, der jetzt gekommen ist, das ist wieder der mit den ganzen Beinen. Der Zwiebel ist abgehauen, die feige Sau. Alter! Der macht das Haus kaputt, wir können uns nicht verstecken. Ih, der hat Hupen. Ih, und eine Mumu. Ja, mach den anderen noch. Ich bin tot. Alter, der haut mit seinen Beinen oder was? Ich bin, Kann euch nicht wiederbeleben, weil der auf euch sitzt. Ja. T-Bag. Voll Teufel. Zum Glück gibt's hier keine Kamera. Jetzt geht er ans Haus. Kannst vergessen. Lock den mal jetzt in der Effigy, dass der nochmal brennt. Jawohl. Das war nett, aber. Aber? Er hat nichts gebracht, weil der hat mich gleich wieder weggeknallt. Komm her! Der kommt nicht. Kann es sein, dass wir die vielleicht einfach zu aggressiv gemacht haben, indem wir einfach zu viele Leute von denen getötet haben? Hat's doch immer verbrannt. Rilly, wenn du ihn weglockst, kann ich einen Zwiebel wiederbeleben. Kommt er zu dir, oder? Nee. Der kommt nicht zu der FG. Hier ist man safe. Hm. Boah, der haut schon wieder aufs Haus. Die Drecksau. Alter. Achtung, Zwiebel. Hit. Der hat aber auch gesessen. Zwiebel, lauf! 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 Das ist die Stadtzwiebel hier. Komm hier rein! Wo rennst du denn hin? Mann, weg! Ist der hinter mir her, oder was? Nein! Ich hab keine Medizin mehr. Ja, aber bringt nichts, ich hab keine Medizin mehr. Ich hab doch ganz viel Medizin. Ja, die kannst du mir doch in dem Fight eh nicht geben. Ist doch vollkommen sinnlos. Holla. Wieso ist denn jetzt hier im Flieger nicht für mich? Der macht unser Haus kaputt. Ja. Alter, ich bin respawned und im Flieger ist nichts für mich. Ja, dann komm und hilf. Ja, du kannst deine Leiche einfach looten. Ja, das ist mir schon klar, aber ich habe das extra gemacht, damit ich neue Medizin kriege. Aber hier ist ich nichts. Ich leg dir Medizin in den Schrank. Du bist eine Medizinheultante, ey. Alter, ja, was soll ich denn machen? Der ist mit unterm Null Haus gefesselt. Der ist unterm Haus gefesselt. So, Medizin will er haben. Hier, der hat Hupen und eine Mumu. Aua. So, ich hab dir Medizin in den Medizinschrank gestellt. Oh. Muss was essen. Der kommt, Vorsicht, der kommt. Nee, der macht das Haus kaputt. Das können wir reparieren. So, jetzt geht's um den Kragen. Na dann. Damit der erstmal hängen bleibt. Bitte, du musst dich bewegen, nicht stehen bleiben. Scherzkeks. Er blutet schon mal. Aua. Tot. Ist tot, ja. Der war doch einfach. Ekelhaft, ey. Der hat bestimmt ganz viele Beine. Aua. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier mit dem Repair-Tool noch machen können. Na, die Treppe ist weg. Oh, hier braucht man einen Stamm, um das zu reparieren. Ja, hier auch. What the fuck? Meine Fresse, ey. Hier ist was los. Ich glaube, wir haben das falsch gespielt. Oh, jetzt geht das schon wieder los, wie bei Ark. Ja. Bei Ark? Nein, es ist genauso gewollt. Man kann nichts falsch spielen. Doch, glaube ich schon. Doch, ich glaube schon, dass wir einfach zu aggressiv vorgegangen sind. Wir sind doch überhaupt nicht aggressiv. Wir sind ja nicht mal, haben noch nicht mal den Spot hier verlassen. Ja, eben. Wir haben zu viele Leute davon getötet.
Was sollen wir denn sonst mit denen machen? Ja, echt, was sollen wir machen? Eben, wir können ja nicht einfach machen lassen, dann zerhauen sie uns ja unsere Basis. Wir sind ja gezwungen, die zu killen. Also wir müssen da einfach mal unsere Basis fertig machen. Und dann entsprechend unsere mal ein paar Waffen produzieren. Ja, hast ja recht. Rilly, kannst du die Treppe neu setzen, bitte? Ich muss jetzt hier mal reparieren. Ja, ich habe ja jetzt schon die Baumstämme reingetan. Warte, also. Ich gucke, ob ich das hinkriege. So, das repariert. Das Fundament ist fertig. So, jetzt eine Treppe, bitte. So, Treppe. Hier, Treppe, Custom Stairs, Treppe. Ich hab's. Ach, Scheiße. Ja, aber das musst du machen. Du kennst damit eh nicht aus. So. Wir müssten halt jetzt einfach mal alle drei dieses scheiß Haus bauen, damit das mal fertig ist. Du, ich baue hier die ganze Zeit unseren Wall weiter. Ist ja nicht so, dass ich mir hier die Eier schaukel. Versteh mal. Ja, den mache ich immer nebenbei im Vorbeigehen. Der wird ja von alleine. So, warte, Treppe. 16. Boah. Das ist eine Stufe besser, die Treppe. Musst du wissen. Kleiner Wortakrobat, was? Eine Stufe besser, die Treppe. Problem ist, dass langsam muss man ganz schön weit gehen für Holz, ey. Mhm. Ich fahre jetzt hier mal eine Runde. Könnt ihr euch ja dann nehmen. Da hackt gerade dieses mehrbeinige Vieh. Guck mal, was da kannst du, glaube ich, hacken, bis du schwarz wirst. Ja, da passiert gar nichts. Okay. Was essen. Also hier in der einen Ecke liegen jetzt ganz viele Baumstämme. Ess okay. Nur schnell den Hase und dann komm ich. Klöppel, klöppel, klöppel. Oder wir versuchen mal so ein Baumhaus zu bauen, um Quatsch, quasi den zu entkommen. Jetzt mach ich doch nicht schon wieder was Neues. Jetzt wo wir alle Bäume abgeknallt haben hier. Baumhaus bringt wahrscheinlich einfach gar nichts. Oh, 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 oh. Hier war eben eine Patrouille von 4 oder 5 von den Typen. Hier knurrt. Oh, da ist schon wieder einer. Hier knurrt ja, schon wieder einer. Der knurrt mich an und kommt gerannt. Ja, der kommt gerannt. Vom Flugzeug aus. 2 Stück. 3 Stück. 4 Stück. 5. Oh Gott. Das sind aber keine Grauen. Ein Grauer ist dabei. Ja, komm, die nehmen wir doch Lunge. Vor allen Dingen, wie du immer stehen bleibst, bis sie dich hauen, ey. Das ist ich so bleibe überhaupt nicht stehen, ich laufe rückwärts, Mann. Aber der hat dich doch getroffen, oder nicht? Das war sie. Ja, sag ich doch. Sie hat dich doch getroffen, oder nicht? Hat wieder seine Schallplattensammlung um sich gehört. Ja, echt, ey. Ist ja doof da. Mann, ich wollte dir meine Pokémon zeigen. Hast du down? Ja, super. Sind die anderen hin? Weiß nicht. Ich wollte hier einfach meine 2 Baumstämme holen, ey. Hinten in der Ecke liegen jetzt einige. Hol die doch mal. Ehe sie die spawnen. Meine waren doch schon viel früher gefällt. Ich höre doch schon wieder irgendwo. So, hier oben liegen die. Brauchen wir noch irgendwo für eine Effigy-Köpfe oder was? Ja. Muss mal schauen, die Effigies stehen hier überall rum und brauchen halt noch Zeug. So, runter mit dem Kopf. Hallo. Hi. Kopf ab. Mach doch mal. Ah, jetzt. So. Wir brauchen noch 2 Köpfe. Ach klar.
Wir können ja mal noch einen zweiten Holzwagen bauen. Gut. Immerhin. Das bringt nicht so viel, glaube ich. 10 Stämme, die man mit Eimer transportieren kann. Mhm. Ja, wir müssen die auch fällen. Wir kommen ja nicht mal mit einem, haben wir ja nicht voll. Der ist ja nicht ausgelastet. Das ist ja nicht klar. Die ganze Zeit am Hin und Her flippern. Noch zwei Stämme, dann ist die Treppe fertig. Mein Baum. Ja, dann machen wir mal die zweite Decke dann. Baumfeld. Habt ihr die Typen jetzt komplett irgendwie ausgenommen oder? Ich glaube, also ich habe nur den einen gesehen. Mir mittlerweile so egal. Naja, dann werden halt die Effigies hier nochmal fertig. Ja, aber bis jetzt habe ich keinen großen Nutzen darin gesehen, leider. Spalter. So. Baumfeld. Jetzt, wo es so regnet, hört man die wieder kaum. Scheiß Typen. So. Du bist die Folge zu Ende. Schon wieder. Yes. Baumfeld. Das geht so schnell, das glaubst du nicht. Ja, gut. Dann. Ich, ne? Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, Lageraufbau nach diesem Angriff der... vergiftet oder was? Zwei von den Fetten haben wir jetzt schon down gemacht. Drei. Ja, insgesamt, ich meine, das war einem Angriff. So. Ja, und dann noch so eine hässliche Olle mit dazu. Baumfeld. Gut, mit Blick hier auf die beiden anderen Waldmeister würde ich mal sagen, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.